Hast du dich schon mal gefragt, warum es manchmal Menschen gibt, die, egal wie es ihnen geht, trotzdem mega geile Ergebnisse produzieren? Dann pass jetzt genau auf. Mein Name ist Laura Klimetzki und gemeinsam mit meinem Team berate ich als die Münchner Psychologin Führungskräfte, Unternehmer und High-Performer und zeige ihnen, wie sie noch erfolgreicher werden. Wenn du also gerade Führungskraft bist oder Unternehmer oder dich gefragt hast, okay, wie kann ich meine Performance generell mal erhöhen, dann ist das jetzt genau das, was du brauchst. Viele Menschen machen ihre Performance von Emotionen abhängig. Das heißt, wenn sie sich danach fühlen, dann arbeiten sie mehr. Wenn sie sich nicht danach fühlen, arbeiten sie weniger. Das Problem ist, dass du dann ständig unter gewissen Schwankungen leidest. Heißt, wenn es dir gut geht, passiert mehr. Wenn es dir schlecht geht, passiert weniger. Und damit schwanken auch deine Ergebnisse. Das ist ja eigentlich das, was du vermeiden möchtest. Und deswegen werde ich super oft gefragt, okay, Laura, wie sieht es denn aus? Wie kann ich meine Motivation erhöhen? Dabei ist Motivation eigentlich Garbage. Richtig gehört. Motivation ist nicht das, was du brauchst, um bessere Ergebnisse zu produzieren. Stell dir einen Profiboxer vor, stell dir den Marathonläufer vor, stell dir Ironman vor. Glaubst du, diese Kategorie von Personen würden sagen so, ja, ich trainiere jetzt an einem Tag, wenn ich das Gefühl habe, ich fühle mich gut genug? Natürlich nicht. Diese Leute trainieren, egal wie sie sich fühlen, und genau deswegen produzieren sie ordentliche Ergebnisse. Hier, kleiner Hidden Fact. Es gibt eine Sorte von Menschen, die machen etwas, weil sie sich danach fühlen. Ja, das heißt, sie brauchen erst eine gute Gefühlslage und dann machen sie etwas. Also ich muss mich erst danach fühlen und dann gehe ich laufen. Und es gibt Leute, die sagen, okay, ich gehe erst laufen und dann fühle ich mich entsprechend. Letzteres ist immer erfolgreicher. Wenn du also deine Ergebnisse von deiner Emotion abhängig machst, wirst du immer wieder darunter leiden, dass es davon eben auch abhängig ist, dass du dich gut fühlst. Wenn du das nicht im Griff hast, hast du von Anfang an verloren. Wirkliche High Performer, erfolgreiche Unternehmer und erfolgreiche Führungskräfte wissen, dass sie Systeme, Prozesse und Dinge brauchen, die funktionieren, egal wie sie sich selber fühlen und egal wie sich bestimmte Teammembers fühlen. Stellen wir uns einfach mal ein Team von Vertrieblern vor. Stell dir vor, die würden nur zum Telefon greifen und ihre Telefonate machen, wenn sie sagen so, ja, also heute fühle ich mich so gut, ich glaube, ich mache heute 50. Ja, und heute fühle ich mich nicht so gut, ich glaube, ich mache 5. Das würde erstens zu wahnsinnigen Schwankungen führen und zweitens würde das katastrophale Ergebnisse bringen. Du brauchst also eine gewisse Schlagkraft, du brauchst eine gewisse Routine, du brauchst Prozesse und Workflows, die dich dahingehend unterstützen, dass egal wie du dich fühlst, immer wieder die gleiche Leistung abgerufen werden kann. Wenn du sagst, das klingt mega spannend und ich habe eigentlich Bock, nicht mehr die Art von Person zu sein, die sagt, ich fühle mich, also mache ich, sondern ich möchte das machen und dann fühle ich mich danach, dann melde dich jetzt sehr, sehr gerne bei uns. Du kannst dafür einfach auf www.diemünchnerpsychologin.de gehen, scroll dich mal durch unsere Homepage und schau dir an, welchen High-Performern, welchen Unternehmern und welchen Chefs wir schon dabei geholfen haben, ihre Performance konstant zu erhöhen. Wenn du also keine Lust mehr hast, immer wieder zu schwanken, wenn du Lust hast auf konstant gute Ergebnisse, wenn du Bock hast auf mehr Produktivität, mehr Umsatz und weniger Stress, dann sind wir der richtige Ansprechpartner und Sparringspartner für dich. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute wieder mit dabei warst. Melde dich sehr, sehr gerne bei uns. Wir freuen uns, dich demnächst bei uns im Coaching begrüßen zu dürfen.